Hallo und herzlich willkommen bei Labbadia 123. Viel Spaß mit dem Video und genießt es. Ja, liebe Leute, es gibt ein neues Update zu Fantasy. Erstmal so sieht das gute Schmuckstück aus. Gibt sogar mit Bonustiteln. Allerdings möchte ich vorab sagen, mit Bonustiteln gibt es nur bei Shop 24 direkt. Da habe ich auch die Quelle her. Das Album, es gibt auch endlich eine VÖ, ein Veröffentlichungsdatum. Und zwar am 19. Januar 24 soll das Album erscheinen. Bei Shop 24 gibt es übrigens auch hier gratis Frühstücksbrettchen dazu. Sei es, wenn man jetzt hier die CD bestellt oder die DVD oder die Box oder noch etwas anderes. Dazu kommen wir aber gleich. Wir können uns ja mal jetzt als nächstes mal die Fanbox anschauen. Ja, was beinhaltet die? Auf alle Fälle eine Falttasche, die man hier so falten kann zum Beispiel. Denn hier hinter die DVD ganz versteckt. Ein kleines Notizblock und hier noch so ein kleiner Einkaufschip tatsächlich. Das beinhaltet tatsächlich die Fanbox. Keine Sorge, ich habe auch noch mal ein Bild, wo das ein bisschen größer ist. Hier zum Beispiel. Hier gibt es dann auch bei Shop 24 halt das Frühstücksbrettchen mit dazu. Was es halt hier bei der normalen Box, wenn man die jetzt so im Handel kriegen würde, nicht geben würde, das Brettchen. Aber bei Shop 24 gibt es das mit dazu, wie hier zu sehen. Auf alle Fälle kann ich sagen, habe ich ja, oder beziehungsweise habe ich ja eben auch gesagt, dass es ja auch noch was anderes dazu geben wird. Dazu aber gleich. Es gibt auch schon jetzt bezüglich der Titelliste auch schon eine Titelliste. Quelle Shop 24 direkt für alle, die es interessiert. Ich werde die Titelliste nicht einblenden, weil ich möchte nicht gespoilert werden. Ich lasse mich da tatsächlich überraschen. Gut, rosa oder blau ist ja schon draußen zu dem Zeitpunkt der Aufnahme. Da ist es ja auch schon zu einem offiziellen Video gekommen von rosa oder blau, den ich schon gehört habe, wo es zum Release veröffentlicht wurde. Ich muss sagen, rosa oder blau ist ein Ohrwurm. Es ist einfach ein Ohrwurm und ich kann den jeden ans Herz legen. So, aber jetzt erstmal die versprochene Angabe, die ich noch gesagt habe. Und zwar, gehen wir mal auf die Seite Shop 24 und ich habe die zufälligerweise schon vorbereitet. Ihr seht es schon. Gibt es die CD auch mit Frühstücksbrettchen natürlich, wie man unten rechts da so ein bisschen an den roten Viereck da erkennen kann. Auch mit verschiedenen, ich sag mal, Merchandise-Artikeln. Zum Beispiel ein Trinkflaschenset, Tassen. Ein Wiekender, ich denke mal so eine Art Reisetasche, würde ich jetzt sagen. Ich habe tatsächlich von Fantasy, muss ich zugeben, nicht die Reisetasche, die jetzt kommt, sondern hier unten von mitten im Feuer den Rucksack. Den habe ich tatsächlich, gebe ich ehrlich zu. Da mache ich auch kein Geheimnis draus. Ich finde, der passt für mich hier vollkommen. So, welche Höhe hatten wir jetzt hier? Das andere ist ja noch das Beste. Übrigens, warum hier das Beste steht, oder gerade angezeigt wird, keine Ahnung. Hier steht der Phönix aus der Asche. Keine Ahnung, was da für ein Fehler auf der Seite ist, weil hier an der Seite sieht man ja nochmal Phönix aus der Asche hier. Das sollte das eigentliche Bild sein. Deswegen keine Ahnung, warum da ein kleiner Fehler ist, aber naja. Aber auf alle Fälle am 19. Januar soll es erscheinen. Ich freue mich wie verrückt drauf. Und wie gesagt, eine Titelliste gibt es auch schon. Auch von der DVD, glaube ich, wenn man auf die Box klickt oder DVD, da gibt es auch schon eine Titelliste. Ich lasse mich gar nicht groß spoilern, ich lasse mich da überraschen. Und ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Aber auf alle Fälle das Design. Ich finde das Album-Design hier auch mit dem Merch, ich finde das alles super. Sehr, sehr schön gemacht. Und dann würde ich auch sagen, von der Quellenangabe Shop 24 verabschiede ich mich auch hier. Outro-Labby, du weißt wie immer, was zu tun ist. Vielen lieben Dank fürs Zuschalten. Und wie gesagt, Outro-Labby, macht das, was du gerne tust. Fantasy, ihr seid spitze. Die Überraschung mit Januar ist geil gelungen. Und ich sag schon mal, mach's gut. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.